Also eine falsche Taste. Ja, aber eigentlich könnten wir trotzdem hier einen Spawnpunkt hinmachen. Dann haben wir wenigstens zu jedem Dings, wo man hinreisen könnte, einen Spawnpunkt, weißt du? Ist gelegt. Ja, super. Weil Oder? momentan. Nee. Hä? Nee, ich sehe nichts. Okay, die Matratze gilt also nicht als Spawn. Nee. Du musst einen Muss ein Schlafsack Schlafsack machen. sein. Ja, warte, ich baue einen. Ja, könnte ich nicht mal. Hab's Material nicht. So. Dann haben wir wenigstens zu jedem großen Punkt. Ich kann es nicht auswählen. Doch jetzt. Nein, ich hab's hier weggeklickt. Jetzt habe ich's. Dann haben wir wenigstens an jedem großen Punkt hier unten die südliche Ebene komplett, wo man was spawnen könnte. Weißt du, ganz rechts, in der Mitte und ganz links. Da haben wir es nicht so weit. Haben wir jetzt in der Version hier noch das, ich sag mal, Feature, wenn man stirbt, woanders zu spawnen. Ja, noch. Deswegen sage ich ja das Feature. Ja, ich hoffe ganz schwer, dass sie irgendwann hingehen und sagen, okay, du hast einen neuen Schlafsack gesetzt, der alte liegt da zwar noch, aber er ist kein Spawnpunkt mehr. Dass du immer Nee. nur einen aktiven Spawnpunkt hast. Weil damit wird das Ganze sehr viel anspruchsvoller, finde ich, als dieses Hin- und Her-Teleportieren. Ach, ich hole mal eben das, ich hole mal eben das, ich hole mal eben jenes. Ja, gut, aber ich sag mal so. Es ist ja auch nicht ganz realistisch, dass wenn man in der Gegend war und alle Zombies umgebracht hat, man rennt kurz weg, kommt wieder, es sind wieder alles voll mit Zombies. Ja? Also Ja. irgendwie, ja, mal so, ne? Ja. Die Zombies hören sich halt schon so ein bisschen an wie. Außerdem, vielleicht sind die Zombies einfach wieder aufgestanden. Ja, wenn ich den Kopf wegballer, dann kann ein Zombie nicht mehr laufen. Ja und? Ich überlege gerade, bei welchem Zombie-Film das war. Da waren die Gliedmaßen noch von sich aus aktiv. Die brauchten Das nicht am Körper sein. war einer der ersten Zombie-Filme. Wie heißt der nochmal? Scheiße. Ja, ich komme nämlich auch nicht drauf, aber du weißt, was ich meine. Der mit dem Riesenrasenmäher. Nee, das ist Braindead, was du Braindead, meinst. genau. In Braindead gibt es Nee, aber auch aber auch. Teile eines Zombies, der so aktiv ist. Ja, gut, Zum Entschuldigung, Beispiel die Hand. Braindead ist und war der schlechteste Film aller Zeiten. Den haben wir mal im Physikunterricht geguckt. Wir hatten einen Okay. Austauschlehrer gehabt und haben dann Braindead geguckt. Ich weiß gar nicht, wie Ja. alt wir da waren. Super geil. So, es ist 8 Uhr, wir können so langsam los. Sammelst du hier Barbwire alles auf? Nicht Tür auf und zu machen. Oh, nice ass, bitch. So, gucken Ja, wir mal. ja. Hier gehe ich jetzt mit Shotgun rum. Close Range. Warte. Das Haus können wir eigentlich kaputt machen, ne? Aber ich glaube, da gehe ich selber kaputt. Naja, komm. Mach ich mit Shotgun. Aber oh. Lol, habe ich ihm den Kopf weggeschossen? Nein, das war ich. So, ich muss mich mal kurz heilen. Echt? Du schießt noch in Leichen von Zombies rein, ne? Ja. Ah! Ist da eigentlich irgendwas oder warum haben die da gestanden? Hier ist eine Tür. Ist gerade irgendwas unter mir kaputt? Ach so, so ein Spuckzombie-Spasti.
Hat der ein Aimbot oder was? Nein, ich bin gestorben! Ja. Was war das? Was war das? Keine Ahnung. So ein Spuckzombie hat mich angespuckt. Da hatte ich noch ziemlich viel HP eigentlich. Und dann bin ich da rumgelaufen. Auf einmal höre ich nur noch so ein Krummeln. Brumm, brumm, und tot. War das ein Hund? Nee. Ich wollte gerade sagen, bist du dem Hund begegnet. Aber hier liegt nirgendwo ein Hund. Hinter dir, Hund. Komm mal hier hin. Ah! Gibst du mir meine Sachen? Ja, einzeln bringt das nicht so viel. Hinter dir ist ein Zombie. Ich bräuchte noch die Munition für die MP5. Ich habe jetzt einfach die ich hatte, halbiert, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel du hattest. Ich habe da ehrlich gesagt einfach nur schnell. Ja, ein bisschen mehr, aber egal, nicht schlimm. Ist eigentlich Wayne. Ja, die Viecher bringen einen dazu, Krach zu machen. So, okay, sind wir hier in einem anderen Quadrant. Dann gehst du jetzt in das Haus, dann gehe ich schon mal weiter an das Auto. Und hier in das Haus. Das hier ist ja kein Haus, oder? Nee, ist so eine Ruine. Da ist ein Hund. Na, wo ist der feine Bello? Ich habe ihn gekillt. Ich höre hier auch die ganze Zeit noch einen hecheln. Ach so, keine Ahnung. Ich habe noch ein Auge gefunden, da haben wir jetzt zwei Stück insgesamt. Cool, ich habe noch gar keinen gefunden. Ja, ich hatte ja ganz am Anfang einen gefunden. Dann, der ja, ist ja in dem Haus drin, wo wir vorhin waren, in der Wüste. Ha, aus der Luft. Ja, nicht mal viel ist lustig. Hier gibt's noch ein großes Haus, wo wir reingehen könnten. Guck, hier sind die Türen so komisch. Guck. Ja, falsch angebracht. Hier ist ja in jedem Schreibtisch so viel Waffen drin. Hier ist noch eine Sniper. Hast du noch eine MP5? Ja, ne? Ist deine ganz oder kaputt? Ja. Die eine ist ganz, die zweite ist ganz, die dritte ist, ja, zu zwei Dritteln halt. Dann nimm hier die MP5, ich hab hier noch eine in dem bist schon hoch? Hier, nimm mal die MP5 raus, da kannst du die ja noch ganz machen. Brauchen wir die nicht liegen zu lassen. Die Sniper habe ich auch eingepackt. Okay. Hier ist noch eine Hunting Rifle mit Munition und oh nee, nicht noch eine. Ja, dann kannst du deine reparieren. Ich hab schon. Warte. So, und hier ist noch Scrap Metal. Und Federn. So. Und den Scheiß, den will ich auch nicht. Damit hätte ich dann jetzt 2 vollständig reparierte Hunting Rifles, 3 vollständig reparierte MPs, 2 vollständig reparierte Shotguns, ja, ein Sniper Rifle, das voll ist, 1 zu 3 Vierteln, 2 voll reparierte Pistolen. Ach, die lasse ich liegen. Ja, also eine Pistole habe ich dabei, aber ansonsten lasse ich Pistolen auch immer liegen.
Nee, ich habe jetzt keine mehr. So. Also Waffen haben wir echt mehr als genug momentan. Also ich bin hier durch in dem Haus. Was für ihr wehgetan? Zu tief gefallen. Zombies. So, wo sind wir? Da lebt ja noch einer. Sorry. So, wo sind wir? Hier. Also gehen wir jetzt ins nächste Viertel. Dann gehe ich jetzt hier in dieses große Haus rein. Da haben wir den Südteil der Map ja eigentlich schon fast komplett abgegrast, ne? Ja. Ja, wenn du es kombiniert hast, kontrolliert, dann geht es auch schnell. Wenn was? Wenn du es kontrolliert und koordiniert abziehst, dann geht das schnell. Ja. Oh, hier habe ich eine Langlauf-Shotgun gefunden. Habe auch eine. Ich noch nicht. Also jetzt halt erst. Also doch, ich hatte ja schon eine im alten Haus. Die habe ich aber da gelassen. Weil ich mir gedacht habe, das brauche ich nicht. Hey, noch eine normale Shotgun. Hast du eine, die so halb kaputt ist? Nö. Okay. Ja, komm, dann nehme ich. Repariere ich die jetzt schon? Oder will ich die reparieren? 209, okay. 103, 199. Ja? Ja? Du hast einen Raketenwerfer, ne? Ja. Ja, gut, ich habe hier nämlich noch zwei gefunden. Ich habe zwei Stück. Ja, ich habe jetzt drei. Ja, ich hätte auch schon noch mehr nehmen können, aber ich wollte nicht. Ich wüsste nicht, wollte den Platz nicht verschwenden. Huch, ich habe gerade. Keine Ahnung. Ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Mal die Aufnahme an ausgemacht. Huch. Musste gleich passen. Ich bin gerade in Windows gelandet. Mein Inventar ist weg. Ich weiß nicht, welche Taste. F7. Ah ja. Ich habe auch irgendwie die FPS jetzt angemacht. F7. Und F8 ist die FPS. Ah, okay. So, jetzt stimmt auch wieder alles. Manchmal, wenn man aus Versehen auf irgendwelche Tasten kommt. Ich nehme dir mal noch Munition für die Hunting Rifle mit. Nein. Außer nur Munition. Alter, ich habe zwei Stacks Munition und krieg's nicht leer. Stell dich nicht so an. Was soll ich mit dem Kram? Auf Zombie schmeißen. Noch ein Raketenwerfer. Noch mehr Munition. Noch eine Hunting Rifle. Yay, eine Flashlight. So, und meine Shotguns sind wieder heile. Bam. So. Wir haben uns ja auch überlegt, dass wir vielleicht noch, warum auch immer die anderen zwei, mit denen wir angefangen hatten, das LP zu machen, nicht mehr kommen, haben wir uns überlegt, dass wir einen Kumpel von dir fragen, ob der noch mitmachen will, ne? Du wolltest noch jemanden fragen. Ja, bei dem ist nur so, ich weiß nicht, ob er wirklich Lust drauf hat. Okay. Er hat halt angefangen und irgendwie ist es halt noch nicht das, was er erwartet hatte vom Kickstarter her.
Ja, abwarten, wenn der wirklich wieder anfängt zu spielen. Ja. Dann sage ich mal an die Community, ein bis zwei Leute könnten noch mitmachen. Mehr wäre, glaube ich, ein bisschen schlecht zu koordinieren. Mit einem mehr wird es, glaube ich, schon ein bisschen schwierig zu koordinieren. Aber wenn jemand Lust hat mitzumachen, bitte mich anschreiben. Und am besten wäre es, wenn ihr über 18 seid. Und ja, nett sympathisch. Ansonsten gibt es keine Voraussetzungen. Ich setze noch eine, Spaß am Spiel haben. Ah ja, das ist ja wohl Standard. Und für Quatsch zu haben zum Sein. Quatsch zu haben zum Sein? Ja. Einmal bitte Quatsch zu haben zum Sein. Ja, genau. So, du bist gerade in dem L-Haus da drin, ja? Nee, ich bin damit schon fertig. Ja, okay. Dann gehe ich da hinten in die Ruine noch rein. Dann sind wir hier eigentlich durch. Dann können wir uns auch schon wieder ein Haus suchen, wo wir dann die Nacht überleben wollen. Außer du willst schon weiterlaufen.